Hey, ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt endlich die Vollversion von The Shore. Wir haben damals die Demo gespielt. Es war sehr gut. Die Vollversion ist allerdings eher ausgeglichen bewertet bei Steam. Naja, dafür haben wir jetzt eine deutsche Übersetzung, wie es scheint. Ich hoffe, sie ist gut. Und ich würde mal sagen, wir machen ein neues Spiel und springen direkt rein. Und gucken mal, wie The Shore so ist. My dear Ellie, I have to find her. Ich muss Ellie finden. Oh ja, ich erinnere mich an die Möwe. Okay. Wir sind also an diesem Strand angespült worden. Und falls ihr das Spiel noch nicht kennt, es ist im Cthulhu-Universum angelehnt quasi. Und tja, wer sind wir? Ich weiß es nicht. Wir sind an diesem schwarzen Strand, vulkanischer Sand wahrscheinlich. Und hier ist ein Medaillon. A shred of hope. Oh, what a man needs to keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Also wir suchen Ellie, unsere Ehefrau. Da hinten war noch was eingraviert. For when I will walk through the valley of... Kann ich nicht lesen. I will fear no evil and walk through the dark with my eye open. Mom. Also für den Fall, dass ich durch das Tal von, keine Ahnung, gehe, werde ich nichts Böses fürchten. Und werde durch das Dunkle gehen mit meinen Augen offen. Ist vielleicht ein Bibelspruch oder so. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Geht vielleicht in die Richtung. Mal sehen. Okay. Haben wir sonst noch was hier? Wir sind scheinbar ein Fischer. Denn hier liegen Fischernetze und so ein Kram. Da machen wir uns mal auf. Da hinten war ein Leuchtturm. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich die Demo jetzt... oder die Vollversion von der Demo unterscheidet. Eine Flaschenpost. Ja, nice. Können wir irgendwie öffnen? Da oben? Ah ja. Ich bin arguing with John about how many actual days have passed since we ended up here. It seems that all of our hopes are drifting away. Like these bottles should do. They always return to the island as if something is leading them back here. If you are reading this, we need your help. Okay, also ein Brief von einem ehemaligen Gestrandeten, der sagt, er kann sich nicht daran erinnern, wie lange wir schon hier sind. Und alle Briefe, die wir, oder Flaschenpost, die wir hier ins Wasser werfen, die kommen immer wieder zurück an den Strand, so als ob irgendwas sie anzieht. Aber ja gut, ich denke, ihr könnt Untertitel lesen. Ist immer so verwirrend für mich, wenn jetzt mal was in Englisch ist, dann muss ich es übersetzen. Und wenn dann deutsche Übersetzungen eigentlich da sind, dann will ich das trotzdem immer übersetzen. So. Ich glaube, das Problem hatte ich schon in der Demo, dass ich nicht wusste, wie man überhaupt von diesem Strand wegkommt. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung laufen. Zumindest da hinten noch ein Boot. Da ist noch eine Flaschenpost. Okay, wir können auch rennen. We armed ourselves and walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Sounds like the captain was right. Okay, kein Entkommen von dieser Insel. Weder Boote noch Briefe. Kompasse funktionieren nicht. Liegt es wirklich an vulkanischen Staub? I öffnen und Gegenstände durchsuchen. Ah ja, guck mal hier. Wir haben das Foto.
Unseren Rucksack. Zwei Schriften. Okay, unser Medaillon. Und sonst noch was? Okay, ich weiß nicht, warum der Text unten links abgeschnitten ist. Warte. Da wird eher unten links angezeigt. Wir lassen das mal so. Argiro. Argiro. Oder war das hier doch nicht der Weg? Doch, hier können wir noch her. They speak of a fisherman who was lost in a stranded sea. He never came back. Now I know where he lies. What misfortunes could have drove him here? Die Möwe, ey. Was liegt da noch? Ein Trinkwasserbehälter, wie es schon... Oh! Den, das Wichtigste übersehe ich mal wieder. Den armen Fischer, der es nicht geschafft hat. Kein Trinkwasser mehr und dann wieder hier angespült worden. Okay, gehen wir mal weiter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Zum Dingens. Hier stehen Kerzen. Wahrscheinlich ist das dann der Weg. Wahrscheinlich habe ich mich hier tot gesucht. Ja, guck mal hier. Okay, da geht's weiter. Ich gehe trotzdem nochmal zurück und gucke nochmal hier oben. Hat er wahrscheinlich wegen mir eingebaut, weil ich mich hier tot gesucht habe und den Weg gesucht habe. Obwohl man scheinbar auch hier zum Turm kommt. Okay, da unten war aber was zum Angucken, deswegen gehen wir da mal hin. Ich habe das Bein gefunden von dem Seemann. Oder ist das ein Arm? Ich weiß es nicht. Ein Brief. I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering God can save us now. What God is he talking about? Okay, er redet natürlich von Cthulhu, hier steht's auch. Cthulhu, Rael, ich kann's nicht lesen. Es hat dieses Gebet, womit man Cthulhu rufen kann. Aber kein Cthulhu da. Okay, hier kommt man auch nicht weiter. Genießen wir einfach mal die Landschaft. Schiff rennen aktivieren. Ist da oben? Ein Monolith. Noch ein Monolith. Okay. Oh, hier sind überall diese Dinger. As we sinked our feet in the sand for the last time, she asked me to tell her one of my stories about the wild sea. I could hear each of her breaths being shorter and shorter. And by the time I finished my story, pneumonia took her life. Okay, ich mag den Erzähler. Er bringt wirklich dieses Gefühl in die Stimme und man glaubt ihm seine Traurigkeit über den Verlust seiner Frau, die anscheinend in einer Lungenentzündung gestorben ist. Oh, guck mal hier. Das sieht definitiv nach etwas aus, das wir aktivieren können und ich kann mich noch erinnern, dass das, glaube ich, auch so ist. Aber möglicherweise müssen wir jetzt zuerst in den Leuchtturm rein. In den geheimnisvollen Leuchtturm. Na, guck mal hier.
Keller kommen wir nicht rein. Hi. Man sagt, dass jeder Fischer, der so eine Münze in seinem Netz fängt, mit einem schrecklichen Schicksal verbunden ist. Kann ich nicht mitnehmen? Ein riesiger Haifischkiefer, aber es fehlen manche Zähne. Okay, scheinbar können wir uns hier besser umsehen, als ich dachte. Eine Münze mit einem ominösen Satz auf der einen Seite eingraviert. Im Kosmos gibt es Dinge, die wir wissen und Dinge, die unbekannt sind. Und irgendwo dazwischen gibt es Fenster. Okay. Okay. Gehen wir mal diese wunderschöne Treppe hoch. Dieser Dolch sieht viel zu alt aus, aber dem Anschein nach hat jemand schon jeden Zentimeter davon gesäubert. Die Formen und Schnitze sind ziemlich unheimlich. Auch diesen Dolch können wir nicht mitnehmen. Auch diese Axt können wir nicht mitnehmen. Wozu auch? Hier gibt es sicherlich nichts Böses, gegen das wir uns verteidigen müssen. Komisch, diese Münze ist warm. Aber mitnehmen können wir sie auch nicht. Ich würde sie ja mitnehmen. Ein Boot. Okay, da hinten rechts. Da hinten rechts ist ein Boot. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Welchen Weg müssen wir gehen? Diesen hier. Okay. Gucken wir uns erstmal weiter hier um. Da sind ja so einige Boote hier am Strand gestrandet. Da hinten ist noch ein Dschungel oder so. Oh. Das ist mal ein Leuchtfeuer. Aber es sieht irgendwie komisch aus. Those uneducated fools. They won't let me write for them. They're all fishermen with dirty, scuffed clothes and smell horrible. Their beards reek of alcohol and spit comes out when they talk. I'd rather stay another 4 hours at this point and take care of the problematic mechanisms of this handcrafted construct. Do not regret this journey. It certainly made life more interesting since then. Not to mention the view from up here. All of the hatred, misery, and sadness of mankind fade away into the line the sea and the sky collide. He is not wrong there. It is a hell of a view. Okay. Eine weitere Münze. Sieht alt aus und erinnert mich an den Okkult, in dem mein Vater Mitglied war. Okay, ich habe den Leuchtturm aktiviert. Ist jetzt gut oder schlecht, das weiß ich noch nicht. Wir werden es rausfinden. Gibt es sonst noch was hier oben? Ein Stück fehlt. Eine Figur fehlt hier. Okay. Das kann keine gewöhnliche Figurine sein.
die Details von jedem Winkel zu beachten. Meiner Ansicht nach war der Künstler hinter diesem Werk auch selbst davon erstaunt. Ah, es sieht aus wie Cthulhu. I swear I saw something towards the horizon. Behind the mist. It wasn't a whale or a great white shark. Its many legs stretched 100 feet, submerging its body into the sea. It crawled as if it was infected by 1,000 parasites. From its tentacle mouth, it spit out black, disgusting, and disfigured blob-like figures. The moment they fell into the sea, they swam away faster than a dolphin. As the mist kept rising, I could barely see the creature. That wasn't a good sign. I should start placing those talismans I found at the bottom of the lighthouse around the pathways we made. Okay. Die Musik klingt jetzt nicht sehr gut. Okay, das ist das, was er gemalt hat. In der Ferne. Jetzt war ich wieder zu langsam. Hier. In der Ferne. Okay, ich mach die jetzt wieder hier hin. Dem Boot. War da noch was? Nee. Zu dem Boot. Okay, das heißt, hier rechts diesen Pfad mit den Kerzen legen. Was meint er mit Talismane verteilen? Guck mal, hier ist... Die Formen dieser Skulptur sind mir unbekannt. Irgendwie schade, dass man nichts davon irgendwie wirklich benutzen kann, dass man sich das nur angucken kann. Hä, war ich gerade hier? Bin ich hier einfach drüber gelaufen? Okay. Oh, das habe ich mitgenommen. Okay, das kann man mitnehmen, aber da gibt es keine Übersetzung für. Wir können das alles mitnehmen. Keine Ahnung. Muss ich mir später mal angucken. Ich kann mich auch noch erinnern, dass das auch in der Demo war. Hey Chuck. Du kleiner Stück Seife. Hier ist noch eine Münze. Eine Münze mit sehr obskuren Gravierungen. Auch die können wir nicht mitnehmen. Eine Schachfigur müssten wir finden, ha? Huh? Was ist das? Zeitung gestapelt. Das ist ein Buch. Aber nichts davon können wir auch... Hier ist noch eine. Kommt mir bekannt vor. Ich habe etwas dergleichen schon einmal gesehen. Dort, wo ich herkomme. Da ist noch was. Da war noch was. Hier. Noch ein Text. Ach so, wir räumen es wieder nur weg. Das nehmen wir jetzt diesmal nicht mit. Wie kann man nochmal ins Menü? I? Scheiße, wie kann...
Okay, ich kann nicht weitergehen. Oh, jetzt wieder. Okay, wie auch immer, jetzt geht es. Ich glaube, das sind diese Briefe, die man finden kann. Einer fehlt scheinbar. Fehlt ein weiteres Blatt? Aber das kann ich nicht mitnehmen. Noch mehr Figuren. Okay. Diese Zettel, die nicht übersetzt sind, die habe ich schon alle qualvoll in der Demo vorgelesen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Zusammenfassung steht da einfach so die Geschichte, wie die hier hingekommen sind. Und beschreiben so ein bisschen Cthulhu. Also nichts wirklich Wichtiges, glaube ich. Ich versuche jetzt mal den Weg zu finden. Das müsste der sein. Ich weiß nur nicht, ob rechts oder links. Nee, das ist eine Sackgasse hier. Meint ihr das mit Talismane, die er auf dem Weg verteilt hat hier? Diese Dinger? Okay. Get out of my head. Ich soll in die Grube gehen. Er will mir etwas zeigen. Habe ich denn eine andere Möglichkeit? Guck mal eben, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ah, da komme ich nicht her. Der Talisman versperrt mir den Weg. Auf jedem Zeichen liegt eine Leiche. Oh, wie enttäuschend. Okay, gehen wir mal in die Grube. Hui! Ist immer gut, in so eine Grube reinzuspringen. Na, Kollegen? Alles klar bei euch? Sitzt du bequem? Na, dann kann's ja losgehen. This monolith is the key of the silent. Break it free. Dieser Monolith ist der Schlüssel der Insel. Es bewegt sich nicht. Ich weiß nicht, ob wir nur eine gewisse Zeit haben. Wie lange diese Dinger hier sich drehen. Aber ich glaube, sie drehen sich schon länger. Der Schlüssel zu dieser Insel. Der Mond ist ausgerichtet. Jetzt wahrscheinlich den letzten vorne da beim Eingang. Ist das nicht so das Boot, wo wir hin müssen? Ist hier ganz anders. Ich weiß gar nicht, auf welchem Teil der Insel wir sind. Okay.
the world through the eyes of a god, like a dream in a flash of light. Beware the existence of mine, and grasp time in your conscious mind. Stimmt. Der Riesendildo, der wegläuft. Ich erinnere mich. Mach's gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass der wegläuft. Der wackelt sogar. Süß. Ich will auch so einen. Der kann bei mir im Garten wohnen. Aber der frisst bestimmt viel und macht bestimmt auch große Haufen. Na gut. Mit so vielen Beinen sollte der eigentlich viel schneller sein. Kommen wir jetzt wieder zurück? Nur in diese, wieder in diese Grube zurück. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass irgendwas noch passiert, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir uns das noch eine Weile angucken hier. Ich trinke erstmal was. Könnt ihr auch machen, ne? Oh, ich habe auch... Auch Tee da, ne? Wer möchte Tee? Ich hab Tee. Prost. Der läuft einfach weg. Was ist denn? Kann ich denn? Warte mal. Ich geh nochmal raus. Ich komme ja nicht mehr hier raus aus der... Oder? Och. So war das. So komme ich zumindest wieder hier raus. Aber wie komme ich jetzt zu dem Boot? So, schon mal nicht. Huch. Okay, gehen wir mal zurück. Vielleicht muss ich gucken, wo der hinlatscht. Vielleicht muss ich ihm hinterherrennen oder so. Oder es gibt noch einen anderen Weg hier. Warte mal, hier war doch dieses Ding. Ich könnte das irgendwie aktivieren. Hier können wir noch her. Da ist auch ein Monolith. Mega creepy. Oh! Oh, stop it! It's not my daughter's voice. Hier geht's scheinbar auch nicht zum, Was passiert denn da hinten? Thank you.
Das sah gerade so aus, als ob dieses Tentakelmonster da hinten irgendwie kämpft mit dem Megadillo. Kann ich hier was berühren? Okay, das ist strange, aber hier können wir noch lang gehen. Jetzt müssen wir mal so langsam zu einem Boot kommen hier. Ich glaube hier vielleicht. Nein! Ich wurde schon wieder enttäuscht, aber ich habe den schwebenden Stein gefunden. Nice. Okay. Diese Insel ist in der Tat seltsam. Hallo Leute. Oh, so ein Ding habe ich doch auch. Jeder hat eins. Du hast keins. Hier, dann nimm meins. Wow. Wow. Das versteckte Ritual. Kriege ich jetzt was dafür? So versteckt war es jetzt auch nicht. Hm. Okay, gab es noch einen anderen Weg? Ich suche ja immer noch das Boot. Ich glaube, da hinten gab es noch einen zweiten Weg. Weil hier hinten, hier, genau da, müssen wir durch. Und ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen da irgendwas, um da durchzukommen. Und natürlich ist hier auch noch ein Schlüssel, den wir nicht haben. Habe ich vielleicht was übersehen hier irgendwo? Irgendwie habe ich die Erinnerung, dass was in einem Boot lag, aber... Okay, alles klar. Nicht ein Botenstuhl. So kommen wir zumindest in den Keller. Mal sehen, was wir... War es gerade schon da? Das Bild? Habe ich das tatsächlich übersehen? Whatever. Seebücken. They managed to let him die in here. What made them forsake their civil ways? Hm. Okay, wir haben diese Karte. Ich habe gerade auch die Schachfigur gekriegt. Wir können irgendwie manchmal das Menü nicht aufrufen. Hier ist noch ein Brief. Schade, der ist nicht übersetzt. Ich musste mich verstecken. Ich ran. Ich kletterte die Felsen hoch und habe versucht, mich zu verstecken. Das war der Punkt, wo ich in die Grube gefallen bin, die voll mit toten Körpern war. Ihr Fleisch sah verrottet aus, aber petrified. Keine Ahnung. So als ob ihre Seelen
von ihnen leer gesaugt wurden. Der Horror in ihren Gesichtern hat die Leere meiner Seele berührt. Der Ausdruck, als etwas Schreckliches, als ob ihnen etwas Schreckliches passiert ist. Das war der Zeitpunkt, als die restliche Crew mich gefangen genommen hat. Sie haben mich nackt ausgezogen und sie haben mich hier unten eingesperrt. Sie haben mich beschuldigt, dass ich derjenige war, der das Pech zu ihnen gebracht habe, indem ich diesen Talisman platziert habe oder von dem Platz weggenommen habe und so den Pfad verschlossen habe. Alles, was ich wollte, ist, dass sie sicher sind. Und ich habe aber ihr unzivilisiertes Verhalten bekommen oder so. Ja, immerhin hat er hier noch zwei Knäcke gehabt. Guck mal, da ist eine Hand. Eine Hand. Können wir irgendwas machen? Und ein Ofenrohr? Und noch eine Hand. Okay, und noch eine Hand. Aber irgendwas war hier drin, was ausgebrochen ist. Ich dachte, wir kommen... Hier ist auch ein Text. Okay. Egal, wir haben jetzt den Pfad, der nicht mehr blockiert ist. Und die Schachfigur, was viel wichtiger ist. Kann ich nochmal aufs Dach rennen hier? Mal gucken, was passiert, wenn wir die Figur platzieren. Ob wir einfach nur ein tolles Easter Egg bekommen. Oder ein Achievement. Oder ob wirklich irgendwie was Tolles passiert. Wir können Schach spielen. Wer wird wohl gewinnen? Ich habe keinen Einfluss auf die Züge. Der Turm. Okay, wir gehen wieder zurück. Wer gewinnt wohl? Oh nein. Schachmatt, wir haben gewonnen. Wir haben gegen Cthulhu gewonnen. Okay, das Weiß gegen das Schwarz. Okay, gab ein Achievement. Nice. Gut, dass wir das auch gemacht haben. So, dann. Ist ja geil, ey. Normalerweise sollten wir jetzt das Inventar angezeigt kriegen, aber es scheint nicht immer zu funktionieren. Ich weiß nicht warum. So, als ob wir genug Platz bräuchten um uns herum. Dass es irgendwie geöffnet werden kann. Ich habe so viel Zeit da an diesem laufenden Dildo verbracht. Ich glaube, das werde ich vielleicht ein bisschen kürzen. Okay, damit können wir vorbei. Schick it, schick it. So, das müsste dann jetzt eigentlich auch der korrekte Weg. As a young boy, I remember my father talking about this island. He described it in a way that would scare the listener. He spoke of black butterflies, corpse candles, and broken compasses.
Okay, das können wir nicht mitnehmen. Da ist noch eine Flaschenpost. There was a man aboard named Alan who went missing after we shipwrecked. One night, we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. We tried to ask him questions, but he didn't reply. Now he's sitting by the shore, singing songs to the rocks about reflections in the sea. I wonder what he saw. Ich weiß, was gesehen hat. Ein Möwennest. Schade, können wir nichts machen. Ich dachte, da liegt ein Ei, was wir da rein platzieren können. So eins, was rausgekullert ist oder so. Okay. So, mal eben überlegen. Wir sind von da gekommen. Okay. Oh, ein toter Hai. This island feels like it's maintained, untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. The calm before the storm. Die Ruhe vor dem Sturm. Describe what I have witnessed today. That old fool Alex suddenly went insane. He started stuffing his mouth with rocks. He kept doing so until his cheeks were completely torn. We had to tie him down. If you're reading this, send help. There's definitely something wrong with this guy. Okay. Macht wohl immer ein bisschen verrückt hier, hä? Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwo hergehen können. Können wir nicht. Sieht aus wie ein Walskelett, aber es ist doch nur ein. I recognize this boat. It was made by an artist to represent our greatest catch. How did it end up here? This was meant to be completed by the end of December. It's still September. Ein weiterer Schlüssel. The Great Catch. Das kenne ich aus Call of Cthulhu. Sie haben einen Wal gefangen und dessen Fleisch gegessen und damit die Bevölkerung gerettet. Aber dummerweise war es kein Wal. Naja. Hatte letztens erst einen Re-Upload von Call of Cthulhu gemacht. Von daher, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Fear about the island. He would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. Hm. Oh. Okay, hier lag noch eine Flaschenpost. It's happening. Every man for himself. They all started losing their minds, like what happened to Thanos. He ate his own fingers and cut his eyelids. He was screaming something about being ready to receive the gift of the Watcher. I've lost track of time. I don't know what the date is anymore. Or the hour.
The sun isn't moving. Why is the sun not moving? If you're reading this, then I hope you end up here too. Ich hoffe, du endest auch hier. Das ist ja sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Möwennest. Gibt es einige vor auf dieser Insel. Ich frage mich, ob Tiere dann auch so beeinflusst werden. Oh. Was zum Teufel ist das? War nur Farbe. Aha. Cthulhus Erbrochenes. Okay, da ist das Boot. Bin ich hier richtig? Ich habe das Gefühl, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich bin hinter dem Turm, aber ich weiß noch, ich habe mich in der Demo öfters mal verlaufen. Weil hier wirklich alles gleich aussieht. Da müssen wir doch unten am Strand weiter lang, glaube ich. Aber wie? Oder gibt es noch einen zweiten Weg, der blockiert war, dass wir deswegen dieses... Dieses Teil da hatten. Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Ich glaube, so war das. Bevor ich jetzt hier weiter rumsuche, wir haben nicht umsonst den zweiten Schlüssel bekommen hier. Und immer, wenn ich das aufmachen will... Jetzt geht's. Hier, diesen Schlüssel. Das Ding habe ich auch mitgenommen. Eine bösartige Aura umgibt diese Figur. Es wäre ein großer Fehler, sie mitzunehmen, das weiß ich. Dennoch glaube ich, dass die Verbindung zwischen dem Artefakt und dieser mysteriösen Insel besteht. Noch nie habe ich etwas dergleichen gesehen. Ich verstehe nicht, was es darstellen soll. Für mich ist es nur ein abstraktes Kunstwerk. Da war eine Seite mit Informationen über das Objekt. Aber als der Verfasser begann es zu beschreiben, wie er es zurückgewann, wechselte er? Oh, guck mal. Wir haben Übersetzungen. Dann kann ich es ja doch nochmal vorlesen. Diese verdammte Seite war Teil eines Rituals, das irgendein Geistesgestört auf dieser Insel austrug. Deren Inhalte sind empörend, aber die anderen Bestandteile des Rituals waren noch verstörender. Ein Armknochen, festgebunden an einem Felsen. Vermutlich der Verfasser, der des Verfassers. Jede Menge Kerzen und Blutsiegel beschmücken und beleuchteten diese gottlose Szene. Ich habe schon viele Geschichten gehört von Leuten, die ihren Verstand verloren. Aber diese hier übertrifft alle. Der Mann, der hierfür verantwortlich ist, war krank im Kopf. Das ist klar. Diese Seite ist voller Informationen und Illustrationen über ein bizarres, menschenähnliches Wesen. Der Verfasser beschreibt seine Eigenschaften mit solch Detail und Enthusiasmus, dass man denken würde, er wäre dieser Kreatur hautnah gekommen. Jedoch ist die hier abgebildete Bestie nichts als eine Karikatur. Sowas existiert nicht. Zumindest nicht in unserer Welt. Diese Nachricht von einem gestrandeten Seemann. Er spricht über seine Kameraden, der seinen Verstand verloren hat, nachdem er
ein seiner Ansicht nach verfluchtes Artefakt fand. Diese Figur gibt nicht allzu viel Energie ab, könnte sie aber der Grund für das Elend sein, welcher der Seemann erleiden musste? Ich frage mich schon, ob es eine weise Entscheidung war, diese Figur mitzunehmen. Die Inhalte dieser Seite sind verstörend. Er schreibt davon, von einem so komplexen Wesen verfolgt zu werden, dass es kaum beschreiben könne, ohne sich wie ein Verrückter anzuhören. Es ist klar, dass der Verfasser unter einer schweren Psychose litt. Der Überlebenskampf als Gestrandeter und damit eingehender Stress würde nach so langer Zeit jeden zerbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es rausgeschafft hat. Und wenn er es geschafft hat, ist er nicht mehr der gleiche. Der Schlüssel, der Kompass. Diese ungebildeten Idioten. Sie lassen mich nicht viel schreiben. Sie sind alle Fischer mit dreckigen, verschmutzten Klamotten. Und sie riechen schrecklich. Okay, das hatten wir schon. Das war oben auf dem Dingens. Okay. Gut, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Turm. Weil ich glaube, dass wir... Hier ist noch eine. Hatten wir die schon? Die hatten wir schon. Weil ich glaube, dass da noch ein zweiter Ausgang war. Was war da noch? Ach, nur ein Netz, okay. Oh wait, das ist ja falsch. Oh, okay. Immer falscher Weg hier. Immer falsch. Da war das irgendwo. Beim schwebenden Stein. Oder noch ein schwebender Stein. So, ich meine, hier wäre noch so ein Tor gewesen. Genau, da, guck mal. Wo wir jetzt das zweite Siegel einsetzen können. Weiß ich aber nur noch aus der Demo, weil ich hier auch wie so ein Idiot hin und her gerannt bin. Und der Wickler mit im Stream war. Denn die Demo habe ich live gestreamt. Shift, Sprinten, Halten. This place feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go. Another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Ich gucke, ob wir noch irgendwo Flaschenposts finden. Aber ich glaube, wir müssen hier gar nicht in jede Ecke gehen. Jetzt sollten wir aber zum Boot kommen. Halleluja! Da ist eine Flaschenpost. Ich sehe sie laut und deutlich. Day 30. Elliot is trying to put together the broken parts on a boat we found. If he manages to build it, then we might have a chance of escaping this place. We have to try, at least. There's only three of us left now in our crew. We can't afford to waste any more time here. As if time exists in this place. I think I'm starting to lose my mind. I can hear my breath after a screeching sound pierces my ears. If you are reading this, then don't look for us. Such nicht nach uns. Ah, ist das vielleicht die fehlende Seite? Das ist die fehlende Seite. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Das hier beschreibt ein Monster. Das hier beschriebene Monster ist furchteinflößend.
Ich habe aber keinen Grund, an dessen Existenz zu glauben. Am Ende der Nachricht schreibt er, dass er versuchen möchte, das Biest zu fotografieren. Aus irgendeinem Grund bin ich dagegen. Obwohl ich nicht an seine Existenz glaube, würde ich ungern Zeuge einer seiner Verwirklichung werden. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir fotografieren müssen. Die Frage ist nur, finden wir hier alle Teile einer Kamera? Ah, die haben ja nicht so gut überlebt hier, ne? Ist nicht mehr viel über von dem Boot. Da hinten ist es. Endlich! Mal sehen, ob wir da noch hinkommen. Vielleicht noch eine Flasche auf dem Weg finden. Hier sind wieder Kerzen aufgestellt. Dein Foto. Das ist doch unsere Tochter, oder? Er hat doch von der Tochter geredet. Die Stimme von meiner Tochter. Und ein kleines Segelboot. Looking upon my daughter's toy gave me some sort of happiness. Yet I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Haben wir es jetzt auch in unserem Inventar? Hier ist das Boot. Ein einfaches Holzspielzeug. Das hatte ich für lange Zeit für Ellie angefertigt. Es sofort zu finden, ist ein sehr böses Omen. Mein Glaube schwindet, aber ich muss weitersuchen und sie finden. Ach, Ellie ist nicht unsere Frau, sondern unsere Tochter. Bin ich mit Ellie auf dieser Insel gestrandet? Ah, okay, ich verstehe. Ellie ist unsere Tochter. Na, das kommt mir bekannt vor. Eine weitere Flaschenpost. It's not my fault. A person has already died here. Jay spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Ich meine, sieht ja gut aus, das Boot, ne? Müsst du eigentlich problemlos mit abhauen können. Solitude and peace is what a soul seeks after being free. Did they die in vain? It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Was immer diese komische Figurin dastehen stellen soll. Es sieht so aus, als ob sie verehrt wurde. Wahrscheinlich mit der Figur erschlagen hier, ne? How to get away with murder, sag ich da nur. Fotos. Okay, sie wurden von diesen... Okay, krass. Ist cooles Bild. Cooles Bild. Oh, jetzt können wir springen. Ja, nice. Orca. Huch. Da ist auf jeden Fall was drin. Campingkocher. Ich mag ja so Mini-Boote. Ich finde die irgendwie voll gemütlich mit so einer Sitzecke und so. Aber weg kommen wir nicht hier, ne?
War das unsere Tochter? Die ist ja nach rechts gerannt. Was haben wir denn gerade gefunden? Diese Flosse. Okay. Die müssen wir da einsetzen. Und was kriegen wir dafür? So ein Glibberei. Welcher Vater will das nicht machen, ne? Aber können wir ihm vertrauen? Okay, ich bin woanders. Große Kreaturen können die, ja? Krass. Scheiß. Immer erst in den Ecken gucken, ne? Kann immer noch springen. Das Leichen. Okay, der kommt nicht mit hier rein. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Okay, das ist neu. Das war noch nicht in der Demo. Das kenne ich noch nicht. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Schön für den netten Empfang. Was? Was sagst? Ihr habt ihn nicht verstanden. My crew and I took refuge in the tunnel. We can't remember how we ended up here. There is only a small glimpse of a vast dark memory that is accompanied by a whisper. What matters most is staying alive. We are few in number, but it matters not. Once there was a Greek warrior named Leonidas. He Leonidas. And 300 of his men held off an army of 1 million. Leonidas, König Leonidas. Das ist Sparta. Tja, sie haben anscheinend wirklich gekämpft hier, ha? Huh? Also ich muss diesem Wesen helfen. Ich glaube, ich soll hier nicht rumrennen. Da ist was. Ein Taucheranzug. Doch, ich erinnere mich an den Taucheranzug. Wir können jetzt ins Meer. Ewig war das auch schon jetzt. Now, through the depths, you will find your destiny. In der Tiefe werden wir unser Schicksal begegnen oder finden, okay? Das ist ein U-Boot.
Da liegt was. Ich dachte, das könnten wir mitnehmen oder so. Da hinten ist noch ein Boot. Diese Insel ist einfach irgendwie mysteriös, verzaubernd, gleichzeitig verstörend. Ich liebe sie irgendwie, dieses Setting. Okay. Können wir irgendwo rein? Ich glaube nicht. Da ist so eine Art Tor vor uns. Okay. Oh, noch einer. Oh nein. Und noch einer. Es hört einfach nicht auf. Könnte der das sein? Oh, oh, okay. Wir haben es geschafft. Shadow and I came to a curious sort of an agreement. My lack of empathy has phased out any trace of fear. How did my monotonous self come closer and closer to the fact that nothing surprises me anymore? Have I lost my humanity? Not lost, but discovering its true potential. How far will you go, Andrew? How far would you go for her? I would fall into the darkest pit to save her. So be it. Okay. Ich liebe die Synchronisation einfach. Oh, da ist mein darkest pit, wo ich wahrscheinlich reinspringen muss. So be it. Whee! Oh Gott. Aua. 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 Okay. Na, da hätten wir aber, vielleicht ein bisschen anders springen müssen, hä? Huh? Wait. Da ist das Tor, ne? Sind wir noch richtig? Oder mussten wir vielleicht sterben? Nee, falsch. Falsche Richtung.
Jetzt sag nicht, wir müssen das Rätsel nochmal machen. Nee, das Tor ist noch auf. Okay. Ich kann dummerweise nicht rennen. Ja, ja, hier müssen wir lang. Okay, das Tor ist noch auf. Das Rätsel müssen wir nicht nochmal machen. Alles bestens. Alles richtig gemacht. Oh, kein Text mehr, kein Blabla. Obwohl, warte mal, da schwimmt einer da hinten hin. Vielleicht müssen wir gar nicht da reinspringen. Vielleicht können wir noch einen anderen Weg gehen. Scheinbar nicht, ne? Ich verstehe es nicht. Wir sind ja gar nicht schnell genug. Wir sind ja gar nicht schnell genug, um vor dem wegzurennen. Aber wir können auch nicht, oder müssen vielleicht die zweite Grube? Da war doch so ein Taucher, der weggeschwommen ist. Ach man, ich hasse das, dass man hier immer wieder dieselbe Wegscheiße gehen muss. Warte mal, nein. Ich muss ja durch das Tor. Scheiße. Ach, Mann. Das ist wieder so eine Stelle im Spiel, ne? Alles ganz ruhig bisher immer. Ziemlich atmosphärisch. Und dann kommt wieder sowas. Das ist dann die Stelle, die wieder für mich alles atmosphärisch kaputt macht. Weil du auch nicht weißt, ob du jetzt, was du jetzt tun musst. Generell ist das mit dem, mit den Walls hier, mit den Invisible Walls ziemlich verwirrend. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da weitergehen kann oder nicht. Oh, guck mal. Hallo. Zitteraal. Hi. Der schwimmt jetzt da lang. Aber ich komme nicht durch. Ich kann auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr springen. Hier komme ich auch nicht durch. Ich muss da rein. So traurig wie es ist. Ich muss da rein. Und dann sofort los. Hoffen, dass ich jetzt genug Zeit hatte, wegzurennen. Das sieht gut aus. Okay, ja. Hi. Freund oder Feind? Wenn ich diese Reliquie berühre, kann ich deine Sicherheit nicht garantieren. Thank you.
Nice. Ich schwimme. Warte mal. Oh. Abgespaced. Look behind you. This blood plasmic abomination will consume everything in its way. Finally. Oh. The artifact. It is in the shape of a child. Finde das Artefakt, ja, das ist ja witzig. Oh Gott. Die sind ja groß. Oh, da. Das sieht nach Artefakt aus. Muss ich dir ins Auge pieksen? Hä? Ey, dieses Spiel ist so verwirrend. Muss ich da rein? Oh nee, nicht bitte noch alles normal, nicht nochmal, bitte. Okay. Ah!
Lass mich doch alle in Ruhe. Jetzt da durch. Was? Es ist schon ein bisschen creepy hier, ha? Huh? Ein bisschen creepy seid ihr. Okay. Okay, der Griechende wird den Thron beanspruchen. Over here, Andrew. You are aware of another voice. Ignore it. We are one step closer to achieving what we came for. Do not let the chasm of the void take you. Your daughter needs you to be strong now. Follow me through the dark. Folge mir in die Dunkelheit. Okay, folge ihm in die Dunkelheit. Wo war er doch? Hier. Happening to me. It's not important. What's most important is the exchange for coming this far. Your resilience of both mind and body is extraordinary. Now head straight to the shore. Make good use of the artifact you hold and release him. Hey, wir sind bei diesem Dschungel. Geh zum Ufer. Und mach von dem Tool Gebrauch hier, von dem Artefakt und befrei ihn. Der sieht aber nicht aus wie Cthulhu. Das könnte eher Dagon sein oder sowas. Das ist Dagon. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich dachte, wir müssten da irgendwie reinschießen oder so. Okay. Oh. Wahnsinn, mal gucken. Der sieht aus wie Dagon, ja. Hi. Ich bin ein kleiner Wurm und befreie dich jetzt. Aber wie? Da komme ich nicht rüber. Gibt es irgendeinen Hinweis? Gibt es irgendeinen Hinweis, wie ich das Ding benutzen muss? Kommen wir auch nicht runter von dieser Plattform, so wie es aussieht. Ändert sich hier irgendwas? Ah, wir kommen doch hier hin. Okay. Das da rein tun. Was muss ich mit dieser Kugel machen? Oder da vorne hinbringen? Ich habe keine Ahnung. Muss ich sie irgendwo einsetzen? Muss ich die Kugeln sammeln? Kann ich die Waffe wechseln? Ich habe mir das Teil. Was soll ich damit?
Was mache ich damit? Wo muss ich das einsetzen? Ah. Ich muss diesen Fisch geben. Ich muss das in diese Augen einsetzen. Ah. Na sowas. Und jetzt? Jetzt leuchten die Augen. Hey. Noch eins. Okay. Ich habe die Augen beleuchtet. Aber es muss doch noch irgendeinen Grund... Irgendwas muss ich doch bestimmt mit diesem Teil hier machen, oder? Da muss es doch auch noch einen Grund geben. Muss ich jetzt das Teil drehen? Oder muss ich diese Kugeln hier einsetzen? Oder muss ich noch mehr Leuchtekugeln einsetzen? Ah. Okay. Ja, ist hier nur was für ganz, ganz intelligente hier, ne? Das musst du erstmal verstehen, du. So. Jetzt leuchten die Türme. Wir können zumindest keine neuen Kugeln generieren. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt an dem Teil drehen können. Ach, guck mal, der laufende Monolith ist auch wieder hier.
Der Mega-Dildo. Oh, jetzt dreht sich das Teil. Feuer! Oh ja. Heil dir, Dagon. Noch weitermachen. Okay. Ich habe alles erledigt, oder? Dagon! Sag ich doch, es ist Dagon. Mein Gott, ich bin voll. Ich kenne mich total aus. Oh nein, nicht wieder hier. Müssen wir die ausrichten? Aua. Okay. Was? Ich denke immer die ganze Zeit nur, was? Oh, wir haben drei. Drei hier. Nowhere to run. Ja, nowhere to run. Ah, ich muss die Dinger vielleicht ausrichten. Bevor ich die aktiviere. Boah, ich muss erst das erste anmachen, aber ich gehe immer bis zur Hälfte, hä? Also sobald das Teil erwischt wird... Sobald das Teil von dem Strahl berührt wird, ist schlecht. Aber dann ist das doch eigentlich richtig, dass wir die aktivieren, oder? Ach, oder habe ich das versehentlich berührt? Ah, warte mal. Ich habe das versehentlich berührt. Ich muss genau aufpassen, was ich tue. Ich darf auf keinen Fall das Vieh mit meinem Strahl berühren oder von einem anderen Strahl berührt werden. Ja, genau. Genau so, Joey. Genau so. Genau das Richtige ausgewählt. Fliegen wir halt nochmal durch den Lichttunnel. Ich meine, das ist so schön. Die haben das so schön gemacht. Das mit dem Lichttunnel. Ne? So,
durchschwimmen. Ich will mal schwimmen. Das war gerade schon. Okay, also. So. Sieht gut aus. Oh, aua. Können wir das auch wieder deaktivieren? Okay. Oh, okay. Okay. Klar, ich nehme so einen Kopf mit. Warum nicht? Was mache ich jetzt mit dem Kopf? Kann ich den von diesen Schleimi-Dingern geben? Hier sind so Leuchtpunkte. Hä? Ah, hier. Jetzt sag nicht, ich muss den richtigen Kopf finden. Ich muss den richtigen Kopf finden. Aber woher weiß... Der hat so ein Zeichen. Okay, der war scheinbar richtig. Ein bisschen verrückt, dieses Spiel. Wir brauchen eine meiner vielen Formen. Alles gut? Okay. Beware. I heard you will find Zagdana Gotha, a manifestation of Cthulhu's subconscious mind. Try to avoid it. Ein Shoggoth? Try to avoid it. Ich kann nicht strahlen und rennen, das funktioniert nicht. Warum kann ich nicht strahlen und rennen? Das nervt mich schon wieder. Wenn ich stehen bleibe, kann ich ja nicht wegrennen. Oh Gott, ey, ich hasse solche Spiele. Ach.
Starrst diese Scheiße einfach nicht. Ich lass das einfach an. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich renne im Kreis. Da ist ein Tor. Oh, ich hasse das. Können wir das Level überspringen? Das ist so anstrengend. Da ist er. And now, my watcher, you stand before him, the slumbering god. I have sealed him from within. Break him free. Jawohl, mein Meister. Sehe ich denn meine Tochter wieder? Hier ist wieder der Strand. Kann ich in diesen Dschungel rein? Muss ich überhaupt in diesen Dschungel rein? Ich will ein Feuer machen. Ich glaube, ich muss hier ins Wasser. Kann ich überhaupt ins Wasser? You are now bound by his causality. All you have to do now is open the gate for the great old one. Okay. This is going to help me find my daughter. Things first before we bring her back. What do you mean, bring her back? Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. All right. But what did you mean by nudging things? It's one of these
their beams has an effect on this world. You and your will are the key to disrupt their influence. My father used to speak of how we're not in control, that our fate is sealed from the moment we're born, and that is why we were meant to be fishermen in our family. Das Teil auf das Zeichen auf das richtige Teil setzen. Okay. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und jetzt fehlt noch eins. Sind jetzt alle richtig? Ich glaube schon. Okay, ein Teil fehlt noch. Wahrscheinlich müssen wir es erst finden. Da liegt es. Wie sie alle dahin danach greifen. Okay. Aber ich will natürlich auch gucken, was da oben ist, ne? Ist hier noch mehr? Vielleicht noch eine Flaschenpost? Oder einfach gar nichts? Ich tippe auf gar nichts. Ne. Dieses Spiel belohnt dich einfach nicht dafür, dass du hier versuchst, Sachen zu entdecken. Keine Chance. Ja gut, ich schätze mal, wir müssen jetzt Cthulhu erwecken hier, den großen Alten, ne? Der alte Sack. Das müsste das Richtige sein. Hallo. Who is this mortal? How is it possible he has the eye of the gatekeeper on his hand? That's not the eye. It's impossible. Something greater in the shadows. Something is forcing his hand. You seek an audience with the great old one. Yeah. Yeah. I do. I made a pact with the Dark Shadow. The Dark Shadow? What led you straight to secret to the void to do his dirty work? What did he promise you? That I would grant you something in return? Yeah, enough of that would fail. The void is coming. How about I will keep you alive to witness the destruction of the pathetic war? My echo infiltrates the minds of men. You and your kind will face extinction.
The first cycle is broken. There is a key in the middle. Find a way to empower the artifact. Who would have known that things like him existed? And yet, your mind remains unhinged. Da geht er. Hat auch keinen Bock mehr. Okay. Wir müssen das Artefakt aktivieren. Es bewegt sich nicht. Oh, vielleicht müssen wir da die Statue einsetzen. Irgendwie. Ah, wieder ein Rätsel. Okay. Schwebeteil da. Ah, warte mal. Da hinten. Oh. Und runtergefallen. Das muss ich oder kann ich auch noch ausrichten hier. Hä? Das da. Okay. Da hinten wohl das letzte. Cthulhus Arsch. Okay, gibt's hier noch eine Flasche? Ach ja, ich vergaß. Man wird ja nicht für Erkunden belohnt hier. Nur für weite Strecken. So. Klick. Und wieder durch den Powertunnel. Sag nicht, wir sind wieder in dieser Anderswelt. Okay, abgespaced. Did you bring me this time? Er antwortet nicht mehr. Nope. Nicht schon wieder. Shit.
Ah, ich glaube, wir müssen es in, dass es gleich schwingt, ja? Ah ja, das muss ich richtig drehen hier. Okay. Muss ich das im richtigen Zeitpunkt machen? Okay. Der ist ja immer noch hinter der Tür und will hier rein. Oh no. Aua. Aua. Aua! Okay. Ich nehm's mal mit, ne? Ich nehm's mal mit. Oh no. Aua. Ach, die Dinger können wir nicht auffallen. Das wäre das, wo wir wegrennen müssen. Tee ist mittlerweile kalt. Das ist der wahre Horror. Oh nein, jetzt müssen wir durch die Hände nochmal durch, oder? Ah ne, die waren hinter uns. Dann nur an dem Ding vorbei hier. Aua! Okay, wir können es doch aufhalten, aber nur bedingt. Oh! Wir hätten es besiegen können. Wir haben es besiegt. Ist das unser Weg? Okay. Das ist schon creepy. Kann man die besiegen? Kann man die aufhalten? Muss man hier einen bestimmten Punkt treffen? Ich glaube, ich weiß so langsam, warum das Spiel nur ausgeglichen ist. Platz schon. Ja, also. Oh, jetzt.
Eigentlich fing es ja so gut an, aber diese Stellen hier, die brauche ich einfach nicht. Ich gehe mal bergauf. Ich sag nicht, hier rennt noch so eins rum. Ich will nicht mehr. Immer wieder durch das Arschloch des Leidens. Oh, nochmal, ey. Vor allem, wo muss ich da treffen? Ich versteh's nicht. Ich verstehe es nicht, wie man diese Viecher besiegt. Ich halte die ganze Zeit drauf und es juckt den nicht. Und gerade eben hat es aber geklappt. Also wo sind da diese Hitpoints? Ich verstehe es nicht. Einfach nur Scheiße. Bitte lass nur zwei sein. Muss ich jetzt wieder diesen ganzen scheiß Berg hier hoch? Ich gehe jetzt direkt hierher. Da bin ich daher gekommen. Würde mich auch nicht wundern, wenn ich jetzt wieder am Eingang stehe. Komm, geh mal auf. Dankeschön. Das ist ja der Wahnsinn. So. Noch ein Rätsel. Noch ein Feind. Ich habe keine Ahnung. Hier nochmal durch den Darm. Ach, wir können einfach durch. Ist auch gut. Ey, wirklich, ey. Wirklich. Wirklich. Das ist doch nicht deren Ernst. Das Spiel fing so gut an. Sowas nervt mich einfach nur. Wie kann man denn so eine Scheiße produzieren? Ich kann da einfach durchlatschen. Kaputt machen hier? Ah ja. Ja.
scheint dann der Bossfight zu sein, ja. Die Obermutter, du. Denk dran, die Dinger sind ein One-Hit. Habe ich es erledigt? Okay. Ich habe das Ei der Mutter. It breeds by itself. Find a way to empower the heads of the fallen. They were once the sons of an elder god. Beware, they can manifest things that were and things that are. Danke. Okay, was? Irgendwas mit den Köpfen machen? Finde einen Weg, die Köpfe zu aktivieren. Juhu. Ich hab keine Ahnung. Ob ich mit meinem Megastrahl hier noch was machen muss? Muss ich dem in die Augen? Ich hab keine Ahnung. Schieß! Gott, ist das eine Scheiße. Ist das eine Scheiße hier? Vor allem, der braucht ungefähr, bis der Strahl losgeht, braucht er so 4 bis 5 Sekunden. Lässt du einmal die Scheiße los, dann passiert... Oh Gott, ey, ich hasse das. Das no fun. Ich mach's jetzt nur noch für euch hier. Okay. Mal aktiviert. Okay, welcher Kopf fehlt noch? Now, place the artifact upon my hand. Bitteschön. Observe, as the universe itself unfolds before your very eyes. The Watcher. They gave the giver of warmth and dimensions. Oh.
Den Oschi haben wir freigelassen hier. Sarkoth, you came as far unto when our memories take form and sight. Careful, don't lose yourself. But in the end, it is all part of this dream. Your seed, you will understand. Ah, unsere Eltern. Okay. Great entity, accept this boy out of your possession. Accept this offering. Grant us an entry to your realm. Sie haben mich geopfert. Gemein. Something happens. We'll see about a job in town next week. So haben wir dann Ellie gekriegt. Dann ist unsere Frau gestorben am Strand. Breathe. Breathe. Stay with me. Stay with me, Martha. I need you. Und dann haben wir uns aufgemacht. Nein, wir haben uns verabschiedet von unserer Tochter. Daddy, mit dem Hund. Come on, Ellie. You know we can't have a dog on a fishing trip. She'll be okay here. Come on, get your stuff in the boat, Ellie. Okay, wir sind mit unserer Tochter dann mit dem Boot losgefahren. Dann auf dieser Insel gelandet. Haben wir sie zurückgeholt? Dad, over here. Ellie, is that you? Ellie, stay right there, I'm coming. She is not your daughter, Andrew. She was never real. What? What do you mean? She was never real? Since the beginning, I felt that the only way to enjoy this boring reality was to change it. But I was in need of someone. Someone with purpose. You see, all the people I brought to the island had no purpose. No meaning. But you, Andrew, you are my favorite. I made those memories for you. I created a daughter that you never had. I was always there for you. No. No. It's not possible. Stop lying to me. I did what you asked for. I'm getting her back. Perhaps there is still a way to make her real if you manage to reach her. Your strong will can influence Azathoth's dream.
me. Sie wach? Okay. Oh. Ja, Leute, das war The Shore. Und I'm not sure, was ich davon halten soll. Der Anfang war grandios und es gab definitiv sehr viele beeindruckende Szenen. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Enden gibt. Mehrere Möglichkeiten, die wir irgendwie machen konnten. Hätten machen können. Aber es waren auf jeden Fall ein paar coole Szenen dabei, aber so im Großen und Ganzen kann ich die Bewertung ausgeglichen schon verstehen. Man hätte mehr draus machen können. Also diese komischen Kämpfe zwischendurch ist ja erst ja überhaupt nicht meins. Das ist aber eine Geschmacksfrage. Ich hätte gerne mehr von dem Entdecken, von dem Gruseligen, von dem Mysteriösen gehabt, was da zwischendurch war. Und manchmal war man halt einfach stuck, weil man nicht wusste, kannst du da jetzt durch, kannst du da nicht durch und so. Naja. Ja, das ist so ein Mittelding. Also ich fand's, es hatte halt zu viele gute Szenen, um es schlecht zu nennen, aber auch zu viele schlechte Szenen, um es gut zu nennen. Naja. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt mit mir gelitten und wolltet auch wissen, wie es ausgeht. Das Ende war leider Müll. Vielleicht gibt es noch andere Enden, vielleicht hätten wir nicht einwilligen dürfen oder so, keine Ahnung. Naja, ich mache jetzt Feierabend, ich gehe jetzt ins Bett und wie lange haben wir aufgenommen? 2,5 Stunden, ja. Vielleicht habe ich noch ein bisschen was geschnitten zwischendurch, aber so den Dreh. Ja, und ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt, beim nächsten Let's Play dabei seid und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.